Das ist der Ozobot Evo, einer der neuesten Roboter von Ozobot. Auch der Ozobot, also der Evo, ist primär dafür gemacht, dass man ihn kann programmieren kann. Aber das Spielen kommt auch nicht zu kurz, wie ich euch jetzt gerade zeige. Da kann man dann auch rumfahren. Ich habe jetzt die schnellste Geschwindigkeit. Achtung, der ist, wenn man nicht aufpasst. Oh fuck, oh fuck. Nein, bleib da. Dann kann man da auch Golf spielen mit dem Roboter. Für das Golf brauchen wir den schwarzen Abschlagpunkt. Voilà. Jetzt werde ich einen schwierigen Kurs machen. Mal einen schwierigen Kurs. Mal einen blauen. Dann ist das Ziel, ihn auf den blauen Punkt zu bringen. Das kann ich jetzt hier noch justieren. Jetzt muss ich schauen, dass es richtig stimmt. Dann tut man ihn hier abschlagen, sozusagen. Das war jetzt zu weit gewesen. Aber dann ist das natürlich wie im Golf. Das ist jetzt einfach ein Schlag. Dann muss man auch auf den zweiten. Jawohl! Hole in two. Die Richtige finde ich eigentlich nicht so schwer. Es ist mehr die Distanz. So. Siehst du, das ist mega. Oh. Jawohl! Jetzt ist Total Score 7, weil ich 7 Schläge gebraucht habe. Dann gibt es da so ganz verschiedene Spielereien. Zum Beispiel, er kann auch am Finger folgen. Er hat da vorne auch zwei Sensoren, die er dann nachfahren kann. Das Spannende daran ist auch das selber Programmieren. Ich habe da auch zwei Programme geschrieben. Das ist einfach so ein bisschen das Ausprobieren. Zuerst hat er sich gedreht, dann fährt er die Zickzacklinie, nachher tut er Polizeilichter, also rot und blau leuchten. Dann wartet er eine Sekunde und sagt Zahl 7. Das sind einfach so verschiedene Blöcke, die ich ausprobiert habe. Das Coole ist wirklich, man kann da in dem Programm, in dem Editor kann man einstellen, die Schwierigkeitsstufe. Also du bist da, ich bin jetzt auf Stufe 1 und da siehst du wirklich so mit Blöcken eben vorwärts fahren, schnell vorwärts fahren, 1 Sekunde lang, 2 Sekunden lang. Das ist wirklich so für Anfänger. Und wenn man dann irgendwie auf die Stufe 4 geht, dann siehst du da die ganzen Instruktionen, Follow Line to Next Intersection und so Sachen. Du kannst mit den Lichtern arbeiten, du kannst mit den Bewegungen arbeiten, du kannst mit den Sensoren arbeiten. Dann, was er auch noch hat, neben dem Programmiermodus, ist sogenannte der Line Follow heißt, also er folgt Linie. Bei einer Kreuzung tut er zufällig wählen, welche Richtung das er fährt. Das kann man aber auch selber machen. Kann man so in bester Bob Ross-Manier. Happy little clouds, happy little trees. Machen wir dann Happy little tree. Dann gibt es da innen die verschiedenen Codes, Discover Color Codes. Da sieht man, da kann man zum Beispiel den Turbo machen. Machen wir da rasch Turbo rein. Zack, ja, das ist auch noch ein kreativ sein, oder? Das ist vielleicht jetzt eher für jüngere Semester, aber ich muss sagen, mir hat es auch Spass gemacht. Gut, vielleicht bin ich noch ein Kind, aber ist ja scheißegal. Mir hat es Spass gemacht, auf jeden Fall. Da kann man dann einfach mal drüber laufen lassen und sieht, was er macht. Jetzt sollte er dann schneller fahren nach dem. Ja, man hat es gesehen. Ich habe es gesehen, es ist aufgezeichnet. Er ist auch gedacht für in Schulen. Das heißt, man kann ihn mit 19, 20, 30 anderen Robotern benutzen. Das heißt, der Lehrer kann ein Programm vorgeben und dann macht man das Kind nachbauen. Und auch das finde ich eine sehr coole Funktion. Ich kann den nur empfehlen, von den drei, die ich bis jetzt getestet habe, ist der, gerade wenn man es programmieren. Hey, bist du ruhig. Gerade wenn man es Programmieren anschaut, ist der wirklich der Beste bis jetzt. Also, kann ich nur empfehlen. Jetzt spielen wir noch eine Runde Golf, Manu. Ja, ich glaube, das ist zu viel. Oh, ich bin über das Ziel geschossen. Ja, jetzt musst du ihn kehren und zurück. Ja. Jetzt bist du etwa halb so viel. Ah, der war gut. Die Distanz wäre gut gewesen. Fuck. Ja, den schaffst du. Den schaffst du. Nein, hat nicht gelangt. Nein. Gut, das ist ein bisschen unfair. Ich konnte üben, oder? Ja. Aber das Feld ist natürlich. Für das erste Mal ist das. Ja, nein, das ist brillant. Du bist Natur-Golf-Stupri.